Hallo und herzlich willkommen bei Bodyboom Bauch bei Nepo. Ich bin die Bea und zusammen mit meinem Team, Diana und der Hanna, kümmern wir uns heute um was? Um den Bauch natürlich. Knackige Einheiten, 7 Übungen an der Zahl. Wir machen ein wunderbares Belastungsintervalltraining. Das heißt, 30 Sekunden pro Belastung werden wir einhalten. Kurze Pause, 30 Sekunden. In dem Tempo geht's weiter. Bereit? Wir fangen mit dem Warm-up an, marschieren auf rechts. Schultern tief, bringen den Bauch schon mal in Spannung. Arme schwingen locker mit. Und wir atmen ein und aus. Und ein und aus. Nach oben strecken und aus. Letztes Mal. Ein und aus. Side to side rechts. Roll dich ab, Hände sind locker hier in den Hüften, Schultern tief. Noch 4, noch 3, noch 2. Wir rollen mit den Schultern abwechselnd nach hinten. Gut, schön nach hinten rollen. Noch 4, noch 3, noch 2. Nimm die Ellenbogen nach hinten. Schöne weite Kreise nach hinten. Noch 4, noch 3, noch 2, ganzer Arm. Mach den Kreis ganz weit, Arme sind gestreckt. Noch 4, noch 3, noch 2, nimm die Arme nach vorne und dreh den Oberkörper leicht in die Richtung, in die deine Hand zeigt. Noch 4, noch 3, noch 2, Arme gehen über oben und zieh hoch. Mach dich lang. Bauch bleibt unter Spannung. Super. Noch 4, noch 3, noch 2, nochmal nach vorne mit den Armen. Zieh gestreckt vorne entlang. Wieder nach oben strecken. Gut. Und bring die Arme wieder nach unten. Komm dann locker auf die rechte Seite. Das vordere Bein ist gebeugt. Streck das hintere durch. Die Ferse kommt in den Boden. Deine Arme gehen gestreckt nach oben. Atme durch. Mach dich hier ganz lang. Dann atme ein und mit dem Ausatmen rollst du dich nach vorne, zieh deine Schulterblätter auseinander, mach dich hier ganz rund im oberen Rücken, dann streck dein vorderes Bein nach hinten aus, geh gerade mit deinem Oberkörper nach vorne und nimm deine Hände und stütz dich leicht auf deinen Oberschenkel, auf deinen vorderen ab. Leicht dynamisch, um die hintere Oberschenkelmuskulatur anzudehnen. Gut. Dann nimmst du dein hinteres Bein nach vorne, nimmst die Hände und streckst dich hier ganz lang, ganz leicht ins Hohlkreuz, aber nur ganz leicht, damit der Bauch hier vorne angedehnt wird. Der Blick geht nach oben. Dann nimm die Arme seitlich nach unten. Anderes Bein nach hinten ausstrecken, Ferse drückt wieder in den Boden, vorderes Bein ist gebeugt, wir machen uns lang, Schultern sind tief, atme ein, mit dem Ausatmen ziehst du dich wieder lang, nach vorne, die Schulterblätter gehen auseinander, Arme gehen nach unten, vorderes Bein streckt sich. Und dein Oberkörper geht gerade nach vorne. Hände stützen auf dem Oberschenkel vorne ab. Rücken bleibt gerade. Geh leicht dynamisch nach unten in die Vordehnung der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Dann komme dein hinteren Bein wieder nach vorne. Und wir strecken uns hier nochmal in die Länge. In die leichte Vordehnung
für den Bauch. Dann nimm die Arme seitlich nach unten. Gut, wir sind bereit. Ich hoffe, du bist auch bereit für die erste Übung. Stelle dich hier mit geschlossenen Beinen anfangs. Dreh deine Füße nach außen. Wir verlagern das Gewicht auf das rechte Bein. Das Knie zeigt zur Fußspitze. Die Arme sind hier zur Seite ausgestreckt. Und nun nehmen wir hier das Bein gestreckt nach oben. Der Arm kommt dem Bein entgegen, damit du hier auch die seitlichen Bauchmuskeln mit trainierst. Alles klar, Diana? Wunderbar. Ich hoffe, du bist auch bereit, denn es geht los. Die ersten 30 Sekunden Belastung in 3, 2, 1. Los geht's. Und hoch und tief. Hoch und tief. Ausatmen. Lass die Schultern tief. Bauch bleibt unter Spannung. Der Oberkörper rotiert ganz leicht zu deinem Bein. Wir haben noch 10 Sekunden. Bleib oben. Kämpfe. Noch 4, 3, 2. Super. Auslockern. Mach dich bereit für die andere Seite. Tschick. Auswärts drehen. Arme kommen gestreckt, Schultern tief, Bauch unter Spannung. Noch 3, 2, 1, los geht's. Zieh hoch und tief. Einrotieren. Lass den Bauch fest. Hier kannst du auch wieder vom Tempo variieren. Mach es ohne Schwung. Versuch wirklich mit Kraft dein Bein nach oben zu ziehen. Und die Bauchmuskeln hier anzustrengen. Und dann haben wir eh nur noch 8, 7, gut. 4, 3, 2, vorbei. Kurze Pause. Kurz kommt auch gleich, nämlich die Shorties. Wechsel dein Bein wieder auf das erste. Ausgangsposition. Kleine Bewegungen. Es wird wackelig. Mach dich bereit. In 3, 2, 1, los geht's. Bleib oben und kämpfe. Jawohl. Bring immer wieder Bein und Arm zusammen. Wir kämpfen gemeinsam. Gut. Bleib hier fest und zieh's zusammen. Gut, Hanna. Wenn es wackelig ist, nicht so tragisch, setz unbedingt ab und zu mal mit deinem Fuß ab. Noch 6, 5, 4, 3, 2. Super. Beine kurz ausschütteln, mach dich locker, bereite dich auf die andere Seite vor. Tschück, Shorties, auch fürs andere Bein. Schultern sind tief, Arme ausgebreitet, Bein geht in Position, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. In 2, 1, los geht's. Zieh hoch und bleib oben. Hier geht's doch schon viel besser, ha? Gut. Zieh hoch. Wir bleiben oben und kämpfen gemeinsam. Gut, Diana. Und hoch. Ich halte dich gern, natürlich. Komm hoch. Wir bleiben. Noch 4, 3, 2, sehr gut. Gemeinsam sind wir stark. Wir haben es geschafft. Und geh nach unten in den Boden. Vierfüßlerstand. Wunderschöne Übung. Wir bereiten uns vor, indem wir die Hände unter die Schultern nehmen. Die Knie sind unter deinem Hüftgelenk circa hüftbreit geöffnet. Und die Hände sind schulterbreit geöffnet. Blicke gerade nach vorne auf den Boden. Deine Füße sind hinten aufgestellt. Du drückst dich einmal aus deinen Schultern heraus, ziehst den Bauchnabel zur Wirbelsäule, damit der Rücken hier schön gerade wird und bleibt. Und ziehst dann nach oben, wieder nach unten, schwebst aber, setzt nicht ab, nach oben und wieder unten. Das Ganze natürlich 30 Sekunden lang. Bereit? Super. In 3, 2, 1. Los geht's. Zieh hoch, tief. Rücken bleibt schön gerade, sei unter Spannung, Bauchnabel zieht ganz kräftig zur Wirbelsäule,
Du kannst entscheiden, wie hoch du mit deinen Knien möchtest. Du kannst auch nur hier unten bleiben. Entscheide du selbst. Wir haben noch 10. Gut. Diane, wie geht's dir? Super, gut. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Entspann dich, leg dich nach hinten ab. Aber nur einen kurzen Moment. Die Übung ist noch nicht vorbei. Wir halten nämlich das Ganze noch statisch, indem du deine Hände weiter nach vorne nimmst. Etwas mehr als von der Schulter entfernt, als vorhin unter der Schulter. Ziehst dich nach vorne und hältst diese Position statisch. In 3, 2, 1, los geht's. Halte dich hier fest, die Knie schweben über dem Boden. Und vom Gefühl her ist es so, als wenn du deine Hände und die Knie zusammenbringen möchtest. Drück richtig mit Kraft in den Boden und zieh dich zusammen. Bleib aber vom Rücken her ganz gerade. Zieh den Bauchnabel fest zur Wirbelsäule und kämpfe und halte. Genau, Diana. Wir haben es gleich geschafft. Noch 4, noch 3, noch 2. Einer geht noch. Noch 3, noch 2, noch 1. Gut gekämpft. Super. Puh. Wie geht's dir? Etwas spitzig, aber es lohnt sich. Wir gehen in die Rückenlage, halbe Rückenlage. Verlage dich zuerst auf deinen linken Pobacken. Du stützt dich auf deinen linken Unterarm ab. Beide Beine sind oben gestreckt. Versuch dich jetzt wirklich nur auf deinen linken Pobacken draufzulegen vom Gewicht her. Und dein Arm ist hinten am Kopf, Ellenbogen, und du ziehst hier nach oben. Die Beine kommen gestreckt hoch. Und diese Übung machen wir ganze, klar, 30 Sekunden lang. Seid ihr bereit? Beine strecken. In 3, 2, 1, los geht's. Zieh hoch, ausatmen und ein. Kämpfe. Hier brennt, dann ist es gut. Bleib hier fest. Zieh nach oben. Wir kämpfen weiter. Nach 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ablegen. Die andere Seite kommt dran. Ohne große Pause. Leg dich nun auf deine andere Pobacke drauf. Auch hier sind die Beine gestreckt. Unterarmstütz, Arme sind hinter den Ohr, am Ohr. Und wir ziehen nach oben. Bereit? In 3, 2, 1, los geht's. Zieh hoch und senke. Wenn du magst, darfst du auch versuchen, mit dem Ellenbogen deinen Oberschenkel zu berühren, aber es ist dir überlassen. Hanna macht's vor. Gut. Sie bekommt den ersten Preis später. Noch 4, 3, 2. Entspann dich kurz. Wir widmen uns wieder der anderen Seite. Sortieren uns etwas. Legen und setzen uns wieder auf die erste Pobacke. Halten diese Position und versuchen nach und nach von der Balance nach oben zu gehen und den Stützarm wegzunehmen. Nach und nach. 30 Sekunden in 3, 2, 1. Los geht's. Komm erst auf die Fingerspitzen. Dann darfst du den Arm unten wegnehmen. Vielleicht über nach vorne strecken. Das sei deiner Kreativität und Fantasie freien Lauf gelassen. Zur Seite, wieder nach vorne oder über Kreuz. Diana, was fällt dir so ein? Super, noch 9, 8, 7, 6. Gut. Geh noch 5, 4, 3, 2, noch 3, 2, 1. Ja, schön, es brennt und gleich noch die andere Seite. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Zuerst Unterarmstütz, Arm kommt hinter, an die Schläfe, ans Ohr, fangen an mit der Position,
In 3, 2, 1, los geht's. Langsam hier. Die Hand lösen. Du darfst ab und zu natürlich gerne auftippen, sei dir überlassen. Und dann nach vorne ausstrecken, ganz elegant wie Hanna. Oder du darfst doch natürlich gerne mal kreuzen. Nimm die Arme, mach Kreise, Schwimmbewegungen. Atme nicht vergessen und das Lächeln. Noch 5, 4, 3, 2, 3, 2, vorbei. Gut, schön. Leg dich auf den Rücken. Streck die Beine aus, die Arme aus. Wir entspannen uns ganz kurz. Atmen tief ein und aus. Dann nimmst du die Beine wieder ran zu dir. Wir fangen an. Ein Bein schwebt über dem Boden, gestreckt. Das andere kommt angewinkelt zu dir. Du hast beide Arme hier, beide Hände am Kopf. Und nun ziehst du mit dem Ellenbogen in Richtung Knie und touchst ihn hier. Deswegen heißt die Übung auch wunderbar Käfer Knee Touch. Die Übung macht ihrem Namen alle Ehre. 30 Sekunden. Wir bauen auf mit der Spannung. Drück dich hier mit der Lendenwirbelsäule natürlich schön nach unten. In 3, 2, 1. Los geht's. Und touchen und zurück. Hier darfst du dir gerne etwas Zeit lassen. Bleib hier unter Spannung. Die Schultern bleiben tief. Und die Lendenwirbelsäule bleibt unten am Boden. Diana, wie viel haben wir noch? Wir haben noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, vorbei. Gut, kurz ausschütteln, entspannen, bevor wir uns dem nächsten Bein widmen. Ich drehe mich dafür für dich auf die andere Seite. Dann sehe ich die Hanna auch besser, sehr schön. Andere Bein ist ausgestreckt, das obere kommt angewinkelt hoch und wir ziehen nun zu dieser Seite. Seid ihr bereit? Super. Noch 3, 2, 1, los geht's. Und komm mit deinen Knie nach oben. Mit dem Ausatmen. Sehr schön. Hoch mit dir. Und hoch. Hoch. Und hoch. Und kämpfen. Gut. Und kämpfen. Halt, Bein gewechselt. Noch 7, 6. 4, 3, 2, 1, gut. Natürlich ist die Übung noch nicht ganz vorbei. Was Kleines, was Schönes, Knackiges, Brennendes kommt noch. Wir fangen wieder an mit dem Beinwechsel. Bleiben hier in der Position. Der Ellenbogen drückt richtig gegen das Knie. Halten das Ganze natürlich auch 30 Sekunden. Kann es losgehen? Wir sind bereit. Mach du dich bereit. In 3, 2, 1. Los geht's. Und drück mit deinem Ellenbogen gegen das Knie. Halt die Spannung. Feste halten. Diana, wie geht's dir? Super, gut. Drück richtig dagegen. Versuch zu kämpfen. Und kämpfe. Gut. Wir haben noch 10 Sekunden. Noch 8. Noch 7, noch 6, noch 5. Wir beißen uns durch. Noch 3, 2, 1. Vorbei. Ausstrecken. Bäuchlein ausklopfen. Nicht vergessen, die andere Seite kommt auch noch dran. Deswegen drehe ich mich für dich wieder auf die andere Seite. Bein wird ausgestreckt. Wir kommen hoch. Ellenbogen gegen das Knie. Und du hältst diese Spannung wieder 30 Sekunden. Bereit? Gut. In 3, 2, 1. Los geht's. Und drück. Atme nicht vergessen. Gut. Wir atmen weiter. Geht noch mehr vom Druck? Der Bauch ist schon fest. Genau. Und du kämpfst. Sehr schön. Bisschen haben wir noch. Und drück.
drücken es fest. Wir kämpfen. Noch 10, noch 9, 8, 7, 6. Wir kämpfen weiter. 4, 3, 2, 1. Vorbei. Gut. Übung haben wir auch wunderbar bewältigt. Die Hanna singt, gute Idee. Wenn wir auch mal ein Schlückchen genehmigen, nimm du dir ruhig auch eine kurze Pause, trink was. Flüssigkeit ist wichtig während des Trainings. Wir kommen zur nächsten Übung. Natürlich, weil es speziell heute um den Bauch geht, ist es auch wieder eine Bauchübung. Auf dem Rücken. Beide Beine sind hier oben angewinkelt, ungefähr 90 Grad. Und du ziehst abwechselnd mit deiner Hand in Richtung Ferse. Deine Knie kommen zu der einen Seite und du windest dich immer entgegengesetzt in diese Richtung. Oberkörper bewegt sich dahin, dass du deine Füße immer siehst und die Knie in die Gegenrichtung. Du ziehst dann dabei mit der Hand zu der Ferse. Alles klar? Hier wieder drauf achten. Lendenwirbelsäule drückt in den Boden. Schultern sind tief. 30 Sekunden. Wir sind dabei. Auch du. In 3, 2, 1. Los geht's. Zieh vor und zur anderen Seite. Vor und zurück. Vor und zurück. Vor und ausatmen und ein. Lass den Bauch schön fest. Und nach unten gedrückt. Dreh den Oberkörper gegen die Beine. Noch 4, noch 3, noch 2. Eine Seite geht noch. Nochmal die andere Seite. Gut. Zieh die Beine kurz ran. Natürlich sind wir noch nicht ganz fertig mit der Übung. Die Shorties sind auch hier dran. Wir atmen ein und aus. Machen uns bereit, kleine Bewegungen oben zu machen. In 3, 2, 1, okay. Und fort, Hier kannst du auch dein Tempo variieren, wie du möchtest. Du kannst Highspeed machen wie Diana. Oder erstmal langsam angehen lassen wie ich. Meine Zeit kommt noch. Vor und vor. Gucken, ob es das Tempo durchhält. Aha, sie ist ganz gut. Die letzten 10 Sekunden. Und mitkämpfen. Versuch die Hände an die Fersen zu bringen. Adriana gibt nach, gut. Und noch 4, 3, 2 und gut ist es. Schön, Beine ranziehen. Leg Kopf und Schulter am Boden ab. Ein, ausatmen. Es wartet noch eine wunderbare Übung auf uns. Danach noch eine, damit der Bauch fit wird für den Bikini oder noch schöner wird, je nachdem. Dazu stellen wir die Beine nach vorne wieder auf, hüftbreit geöffnet, leicht angewinkelt. Darf sie etwas näher zum Gesäß nehmen und wir ziehen mit Kopf und Schulter abgehoben vom Boden einmal nach oben und gestreckt in Richtung Decke. Nach vorne und nach oben in Richtung Decke. Das Ganze auch wieder 30 Sekunden. Wir schnaufen nochmal durch, machen uns bereit. Mach du dich bereit. In 3, 2, 1, los geht's. Zieh vor und hoch. Zu den Knien und hoch. Ausatmen. Gut. Kämpfen und kämpfen. Gut. Wir kämpfen. Und Hanna lächelt. Sehr schön. Noch 7. Noch 6. 5. 4. 3. 2. Und vorbei. Kurze Pause, während ich die nächste Übung erkläre. Das Ganze auf 2-mal. 1. 2. Tief und tief. Hoch. Hoch. Tief und tief. Locker schaut's aus, anstrengend ist es.
3, 2, 1, los geht's. Hoch, hoch, tief, hoch, hoch, tief, tief. Und ausatmen. Ein und streck dich nach oben. Tief, tief. Geht's noch höher? Genau. Und wir strecken uns zur Decke. Gut, tief, tief. Wir haben noch 7 Sekunden. 5, 4, aber nach oben schaffen wir es noch. Und tief, tief, gut. Super. Kurz verschnaufen, was zur nächsten Variante geht. In einem hoch, auf dreimal tief. Hoch, klein, tief. Hoch, klein, tief. Wie schaut's aus? Super. Wie schaut's bei dir aus? Auch super. Wunderbar. Wir starten in 3, 2, 1, los geht's. Hoch, tief, tief, tief. Und hoch, tief, tief, tief. Hoch, tipp, tipp, tipp. Und hoch. 1, 2, 3. Hoch, tipp, tipp, tipp. Jawohl. Und kämpfe. Gut, Diana. Hoch. 1, 2, 3. Hoch. Eine machen wir noch, oder? Wenn ich schon mal bei dir bin. Und hoch. 1, 2, 3. Und hoch. 1, 2, 3. Gut. Wir machen uns bereit für die Shorties. Kleine Bewegungen. Klein, hoch, klein. Hoch. Ich würde sagen, wir machen das in einem Rutsch. In 3, 2, 1, los geht's. Und hoch und tipp. Hoch und tipp. Hoch, tipp. Hoch und tipp. Du kannst ja auch wieder dein Tempo hier variieren, wie du möchtest. Hauptsache du kämpfst. Jawohl, Diana. Und Bauch bleibt unter Spannung. Zieh hoch. Richtig nach oben ziehen. Wie viel schafft man noch, Diana? Wir schaffen noch 7, noch 6, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 4, noch 3, noch 2, 1, vorbei. Gut. Gut, sehr schön. Puh. Zu aller guter Letzt, wie soll es anders sein? Kommt natürlich noch eine Bauchübung. Ihr dürft verschnaufen, du darfst verschnaufen, wenn ich die Übung vorzeige. Du nimmst dein Bein, das ausgestreckt am Boden ist, leicht angewinkelt. Das andere Bein ist nach oben, die Ferse. Und du ziehst mit deiner Hand in Richtung Ferse, seitlich nach außen. In diese Richtung. Nochmal kurz entspannen. Durchatmen. In 3, 2, 1, los geht's. Zieh hoch zur Ferse und zurück. Beweg deinen Oberkörper in diese Richtung gleich wieder nach oben. Bleib hier mit der Lendenwirbelsäule unten. Wir haben eh bloß noch 14 Sekunden. Gib Gas. Noch 7, 6, 5, 4, atme nicht vergessen. Geschafft. Gut. Sehr schön. Natürlich, nächstes Bein kommt auch noch dran. Mach dich ganz locker. Anderes Bein ist ganz leicht angewinkelt. Ich zeige es wieder für dich auf der anderen Seite vor. Mach dich bereit. In 3, 2, 1, melde es, geht's los. Und hoch und zurück. Zieh vor. Und ausatmen. Bauch bleibt fest. Vielleicht kannst du die Ferse sogar berühren. Anna? Jawohl, tipp hinten hin. Wie viel haben wir? Noch 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1, gut.
Bauch ausklopfen. Perfekt. Shorties bleiben noch übrig, natürlich. Wir fangen wieder auf der anderen Seite an, damit alles gleichmäßig trainiert wird. Und bleibt. Bein ausstrecken. Knie nach oben. Die Hand zieht nach vorne zur Ferse. Ganz kleine Bewegungen in 3, 2, 1. Shorties go. Und vor. Zieh vor. Richtig nach vorne ziehen. Die Ferse berühren. Kämpfen, kämpfen. Da ist die Ferse. Hier hin. Und kämpfen, kämpfen. Jawohl. Richtig nach vorne. Und kämpfen. Sehr schön. Und kämpfen. Bleibt vorne. Noch 6, 5, 4, 3, 2. Vorbei, die eine Seite. Gut. Freu dich nicht zu früh. Jetzt kommt die andere Seite dran. Und dann hast du es geschafft. Ich drehe mich wieder rum für dich. Wir ziehen nach vorne zur Ferse. Hanna, alles gut? Diana, wieder fit? Mach dich bereit. In 3, 2, 1. Los geht's. Zieh vor. Kleine Shorties. Tipp an die Ferse. Mach so schnell du kannst. Geht schon schneller, Hanna, ha? Jawohl, und kämpfen. Schaffst du schneller als wir? Du kannst auch langsamer, wie du möchtest. Aber je mehr Gas du gibst, natürlich, desto mehr brennt es. Wir schaffen. Noch 4, noch 3, noch 2. Geschafft. Sehr gut. Wunderbar. Dann entspann dich, leg dich auf den Rücken, schmeiß deine Flasche um, streck Arme und Beine weg von dir. Tief durchatmen, du hast es dir verdient. Lass alles locker, Schultern locker, Bauch locker, Po locker. Und tief ein- und ausatmen. Dann nimm die Beine nacheinander zu dir, Knie umfasse sie mit deinen Händen, zieh sie weit, ganz nah zu dir ran, mach dich rund im Rücken, die Lendenwirbelsäule darf entspannen, atme ruhig weiter. Dreh dich auf die Seite. Und dann auf den Bauch. Beine leicht geöffnet. Auf die Unterarme gehen. Mehr als Schulterbreite Unterarme öffnen. Und dann drück dich nach oben. Mach den Oberkörper lang. Atme ein und aus. Schultern kommen nochmal schön tief. Halte kurz diese Position. Komm mit dem nächsten Ausatmen nach unten. Drück dich nach hinten. Der Po geht in Richtung Ferse. Die Knie sind leicht geöffnet. Und die Hände, die Arme ausgestreckt nach vorne. Die Achsel möchte in Richtung Boden nach unten. Die Arme weit von dir wegstrecken. Und mit dem nächsten Ausatmen rollst du Wirbel für Wirbel nach oben hoch. Komm nochmal in den Vierfüßlerstand. Mach dich hier ganz rund. Und gerade nach vorne. Ganz rund. Und gerade. Geh nach hinten, Po in Richtung Ferse, drück dich hoch und geh mit gebeugten Beinen Wirbel für Wirbel, roll dich hoch. Schultern nochmal nach hinten rollen. Wunderbar. Wir atmen nochmal gemeinsam ein und aus. Hüftbreit hinstellen, schöner, fester Stand. Wir atmen ein und aus. Ein und aus. Letztes Mal ein und dann streck dich oben nochmal lang und alles geht raus.
super. Gekämpft, geschwitzt, alles war dabei. Bauchspezial. Du hast es geschafft. Denke, wir sehen uns das nächste Mal. Diana, Hanna und ich sind mit dabei. Du auch? Wunderbar. Ciao, bis zum nächsten Mal. Deine Bea.